Ich sitze hier im Studio mit dem Ehrenwichser Tobi. Hallo. Wie kann man besser vorgestellt werden? Schrubbelkönig Richard ist auch da. Guten Tag. Um mein Level zu erreichen, müsst ihr episch schaffen. Mein Name ist Fred. Und ja, willkommen bei Handvergnügen. Wir sprechen heute über ein echtes Tabuthema. Voyeurismus. Leute beobachten. Und sich dabei ein Scrubble. Scrubble. Oh Baby, Baby, ich sag's gewandt. Hier kommen Fakten aus erster Hand. Die Creme de la Creme wird hier analysiert. Seit Anbeginn der Zeit wird masturbiert. Links oder rechts, sie wird dich nie betrügen. Beim Handvergnügen. Leute, über den mechanischen Akt des Wichsens haben wir schon sehr oft gesprochen. Wir haben einen Podcast gegründet, der sich damit beschäftigt. Kennt ihr vielleicht Handvergnügen? Ja. Hört ihr gerade? Handvergnügen. Hallo, hier ist Handvergnügen. Haben wir schon Handvergnügen gesagt? Handvergnügen. Wir haben relativ wenig tatsächlich bisher, behaupte ich, über den psychologischen Trigger dafür gesprochen. Und heute haben wir uns als Thema die Mutter aller psychologischen Wix-Trigger sprechen wir heute. Voyeurismus. Tobi, was ist Voyeurismus? Voyeurismus ist, grob gesagt, der sexuelle Lustgewinn aus dem Beobachten sexueller Taten. Mhm. Nee, stimmt gar nicht. Aus dem Beobachten erstmal generell heraus. Das kann jetzt nackte Leute sein, das können aber auch Leute beim Ficken sein. Also beides ist da soweit denkbar. Und warum du sagst Mutter aller Wix-Vorlagen, das ist sehr, sehr clever. Gerade aus heutiger Sicht, weil Pornos gucken ist nichts anderes. Das ist Voyeurismus. Also du guckst anderen Leuten dabei zu. Machst du mich nicht kaputt? Ob du jetzt hier wie George McFly im Baum hängst und Leuten beim Umziehen zuguckst. Ja, ja. Was sagt man, wenn der Voyeurist vom Baum fällt? Jetzt ist er weg vom Fenster. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Es ist Karneval, komm. Ne? Stimmt, es ist Karneval. Prosit. Na, jedenfalls, genau, Pornos gucken ist genau das und Voyeurismus ist tatsächlich sehr weit verbreitet, viel weiter, als man denken sollte. Also es ist wirklich krass. Ich behaupte, es ist ein menschliches Grundbedürfnis. Genau, also fast alle Menschen in der ein oder anderen Form stehen drauf, weil Voyeurismus ist wirklich nicht nur im Baum hängen und mit dem Fernglas die Nachbarin beobachten. Das heißt nicht ohne Grund, nur die Affen gaffen. Das lernt man in der Fahrschule halt auch schon, Voyeurismus. Ja, wir sind darauf gepolt, das ist interessant, wir gucken hin. Genau, und eben auch der sexuelle Lustgewinn. Leute, das beginnt halt damit, dass ihr das geil findet, wenn euer Partner, eure Partnerin sich vor euch auszieht. Das ist schon Voyeurismus, logischerweise, weil du guckst Leuten dabei zu, wie sie etwas machen und dich erregt das sexuell. Stripclubs, Pornos, all das. Also ich muss jetzt nicht daneben sitzen, der Typ in der dunklen Ecke auf dem Stuhl sein, der Leute beim Ficken beobachtet und sie dafür bezahlt. Das ist auch Voyeurismus in der Extremform. Wenn meine Freundin sich vor mir ihren BH aussieht und ich das scharf finde, ist das auch Voyeurismus. Das ist ein Lustgewinn aus dem, was ich beobachte. Oder bei C&A zu sein und dabei zuzugucken, wie Frauen sich aus der wie sich Frauen BHs nur vom Körper halten und ich gerade so pubertär bin, dass mich das scharf macht. Wahrscheinlich Voyeurismus. Ja, klar. True Story. Sag mal, also traurig. Also ich habe die Pubertät ist traurig, was die das Pubertät angeht. Die Pubertät ist brutal. Ja, ja. Und noch dazu, die differenziert nicht. Die sagt nicht, das ist edel geil und das ist schäbig geil. Da ist alles geil. Da reicht ein wohlgeformtes Paar Hügel. Also ich habe also am Horizont. Ich hab's gerade schon gesagt und das war wirklich kein Gag. Das habe ich wirklich ernst gemeint. Ich glaube, das ist ganz tief in der menschlichen Psyche verankert, weil der Mensch ist halt ein soziales Tier. Ein Augentier. Also der Mensch ist wirklich ein soziales Tier und inhärent in unserer biologischen Programmierung ist es verankert, dass wir ein Interesse dafür haben, was die Menschen in unserer Umgebung machen. So, wir sind ein Rudeltier, wir sind ein soziales Tier. Lästern über andere Menschen sprechen und das machen Frauen genau wie Männer, nur eben auf unterschiedliche Art und Weise, ist ja eben auch so ein soziales Ding. So, wir wollen wissen, was in unserer Peer Group, in unserer Gruppe gerade abgeht. Wenn ich jetzt meinen neuen Nachbarn vom Fenster aus beim Umziehen zugucke, was ja auch sehr interessant ist, da kommen neue Leute in meinen Bezugsrahmen rein. So, da ist kein Sex im Spiel, niemand ist nackt, ich beobachte die einfach nur beim Umziehen in ihr neues Haus. Ist das auch Voyeurismus? Ja, also der Begriff Voyeurismus
schließt die sexuelle Erregung prinzipiell erstmal mit ein. Ach so, also wenn sie mich geil aber macht. Aber ja, die Idee ist die gleiche. Ja. Okay, also generell das Beobachten aus einer sicheren Position heraus. Aber es muss ein Lustgewinn dabei entstehen. Es geht nicht um die sichere Position. Ach, wie gesagt, wenn den Lustgewinn generell? Nein, es geht um den Lustgewinn. Ah. Also wie gesagt, wenn du zu Hause im Bett liegst, Fernseh guckst, deine Frau kommt rein, zieht sich um, ne, zieht ihren BH aus, zieht sich einen anderen an und geht raus. Und der Moment, wo ihre nackten Titten da sind, also einfach weil der BH-Wechsel vorsteht und du findest das geil, ist das Voyeurismus. Ja. Ja, alles gut. Weil das ist halt meistens also ab bestimmtem Alter ist so, weil Freundin kommt rein oder Frau in meinem Fall kommt halt rein, zieht den BH aus. Geil. Ja, ja, aber das meine ich ja damit. Ne? Also im Normalfall, wenn meine Freundin sich jetzt umzieht, ich sitze, Alter, ich bin zu alt dafür, um das jedes Mal mega geil zu finden. Aber es gibt halt Situationen, wo ich das immer noch geil finde. Also das erste Mal Titten sehen ist immer noch bei mir aktuell. Wie das erste Mal Titten sehen und das 10.000. Mal Titten sehen, ist immer noch dieselbe Reaktion. Nee, bei mir nicht. Aber das geht am dritten Mal schon weg. So, also wenn das in einem alltäglichen Umfeld stattfindet. Ne? Ich rede jetzt nicht von sexuellem Kontext, sondern wenn sie, weiß ich nicht, aus der Dusche kommt und sich anzieht, sorry, aber ich finde das nicht erotisch, das ist normal. Ne? Und aber in dem Moment, wo ich das geil finde, weil ich gerade so gepolt bin oder weil, ich sag mal, die Möglichkeit des Geschlechtsaktes da ist, finde ich das dann geil. Ja. Und das ist Voyeurismus. Also da fängt es schon an. Voyeur heißt auf Französisch Beobachter. Mhm. Es gibt ja das Raumschiff Voyager bei Star Trek. Da gibt es eine Folge, wo der Hologramm-Doktor auf dem Holodeck einen Holoroman schreibt, also eine fiktive Geschichte. Und in dieser Geschichte ist alles, was auf dem Raumschiff passiert, so ein bisschen verhohnepiepelt. Und da heißt das Raumschiff dann nicht USS Voyager, sondern USS Voyeur. Ja. Passt. Genau. Witzigerweise, den Begriff haben wir auch alle, Exhibitionismus. Das ist so rein begrifflich gesehen genau das Gegenteil von Voyeurismus, weil da ist es ja, also Exhibitionismus heißt nicht, dass du gerne nackt bist, sondern dass du willst, dass du nackt gesehen wirst. Ha. Das ist Exhibitionismus. Okay. Mhm. So, wir kennen alle das Klischee des aus amerikanischen Spielfilm, des Typ mit dem Trenchcoat. Das ist natürlich auch wieder extrem. Aber zum Beispiel, darf ich eine peinliche Geschichte über dich erzählen? Immer. Die aber viele Menschen mitgekriegt haben. Immer, Tobi. Wir waren beim Wacken. Ah, ja. Da sind ein paar Leute nackt vom Sprungturm gesprungen. Fred fand es natürlich mega geil, hat sich auch komplett nackt ausgezogen, hat sich auf diesen Sprungturm gestellt. Brüllt, unterhalte ich euch nicht. Hat sein Arschloch gezeigt. Hat sein Arschloch gezeigt und ist ins Wasser gesprungen. Ja. So, das ist Exhibitionismus in dem Moment, weil du sehen wolltest, gesehen werden wolltest. Ob sich das sexuell erregt hat, weil das im Begriff des Sinnes spielt auch eine Rolle, weiß ich nicht. Man konnte es zumindest nicht sehen. Und man hätte es gesehen, wenn man es hätte sehen können. Ja, ja, ja. Aber wenn dich das dann geil macht, ich in, egal welcher Form, in der Nacht in deinem Zelt gepennt. Ich habe mit Fred in der Nacht, in derselben Nacht in einem Zelt gepennt. Man hat's gesehen. Ja, nee, sexuell erregt hat es mich jetzt nicht, aber ich fand es halt spannend. Ja. Und das gibt's auch als Paar. Oder beziehungsweise in der, also nicht als Paar selbst, sondern als Paarlösung. Das ist, wenn ihr zwei jetzt fickt und ich gucke dabei zu und ihr wisst, dass ihr dabei zu, dass ich dabei zugucke. Ihr findet das geil, ich finde das geil. Ich bin der gruselige Typ in der Ecke, der sich einen runterholt, während ihr fickt. Ja. Dann nennt sich das Kandaulismus. Das gibt's halt auch. Also, das ist so die Mischform. Also, das ist sowohl exhibitionistisch als auch voyeuristisch. Das habe ich noch nie gehört. Kandaulismus. Ich hab das vorher auch aus welcher Sprache kommt das oder wo kommt das her? Weißt du das? Schreibt man das mit K oder mit C? Also mit Sicherheit Latein. Kandaulismus, witzig. Interessant. Interessant. Ja. Wirklich sehr interessant. Habe ich auch, genauso wie du, auch noch nie gehört. Ich auch nicht. Geil. Vor allem bin ich jetzt bei der Recherche drauf gestoßen. Dieser Lustgewinn beim Voyeurismus und eben auch bei den anderen beiden Formen basiert, soweit man das überhaupt festlegen kann, wahrscheinlich hauptsächlich auf dem Tabubruch. Mhm. Und das ist eben sowohl, wie gesagt, der Moment, wo du deiner Freundin beim Umziehen zuschaust, bis hin zu, ich sitze im Baum und gucke Leute beim Ficken zu. Mhm. Das ist halt ein Tabubruch, weil das gesellschaftlich tabuisiert ist, Leute nackt zu beobachten. Mhm. Egal in welchem Kontext. Unsere Moralfolge dazu mal anhören. Ja. Ja, und dieser Tabubruch, der ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen psychologisch. Also, ich kann ja mal eine Geschichte von mir erzählen, die mir erst vor ein paar Tagen passiert ist. Da bin ich bei mir vor dem Haus in Hamburg, bin ich
über einen Parkplatz gelaufen. So erotisch, dass sich jetzt anhört. Ich wollte gerade, was eine Geschichte. Pass auf, so erotisch, wie die Geschichte losgeht, ich wollte den Müll wegbringen. Ja. Und dann, da gibt es Leute, die so im Erdgeschoss... So fangen die erotischsten Geschichten an. Und dann gibt es Leute, die im Erdgeschoss wohnen. Und dann bin ich da langgelaufen und manche Leute da haben ihre Gardinen nicht zu oder keine Rollos. Und im Vorbeilaufen habe ich dann gesehen, wie in einem Zimmer bei voller Beleuchtung eine Frau da stand und gerade dabei war, ihr Oberteil auszuziehen. Mhm. Ich habe nur die Bewegung gesehen, wie die Hände hochgingen und sie dabei war. Und weil ich gerade im Gang war, im Laufen und den jetzt auch nicht unterbrechen wollte, habe ich nicht mehr gesehen. Es war wirklich nur so ein Bruchteil einer Sekunde, wie ich das gesehen habe. Und auf dem Rückweg vom Müll wegbringen, habe ich nochmal da reingeguckt. Und da war das Licht aus. Und dieser Bruchteil einer Sekunde, der war so aufregend. Und das hat mich noch ein paar Stunden beschäftigt. Ich habe nichts gesehen, es war nur in meinem Kopf. Ich habe nichts gesehen, nur die Andeutung. Aber das hat es noch viel aufregender gemacht. Was hätte ich dafür getan, um zu sehen, was in diesem Raum passiert? War sie alleine? Mhm. War ihr Freund vielleicht da? Was ist danach passiert? Habe ich mich nur geirrt? Hat sie sich vielleicht wirklich komplett entblößt? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte sie sich nur kratzen? Vielleicht hat sie sich nur gekratzt. Vielleicht hat es überhaupt nichts Sexuelles oder Nacktes an sich gehabt. Ja. Ja. Vielleicht war es einfach nur, jemand wechselt den Pulli, weil der Sportpulli vom besten Freund oder so ist halt einfach wärmer. Was auch immer. Richard, hast du dich denn schon mal als Voyeur gefühlt? Ja. Ich habe ja früher, was ja vielleicht einige wissen, vielleicht auch nicht wissen, ich habe ja früher Turniertanz gemacht. Ne? Nachdem ich vom harten Leistungssport Rudern weggegangen bin, habe ich ja danach Turniere getanzt. Und wir haben unter anderem halt auch in der Tanzschule, in der ich da war, haben wir halt auch, oder im Tanzverein, haben wir ja auch Tanzshows gemacht, halt richtig. Ne? Da sind wir richtig so nach Binz oder so, sind dann ins Theater und da lief dann da wirklich, das war so ein Showprogramm von denen, übers Wochenende ist halt Tanzshow. Ne? Hast du dich auch mit Selbstbräuner eingekleistert? Ja, ja. Oh nein! Mehr als genug. Ich habe mir auch mal, weil ich so einen blöden Einteiler tragen musste für die lateinamerikanischen Tänzer, weil ich ja Turniertanz gemacht habe und die waren immer nur genauso an der Brust ausgeschnitten. Und ich keinen Bock hatte, mir die komplette Brust zu rasieren, habe ich immer nur dieses V nass rausrasiert. Ich sah aber mal beim Training, ich sah aus wie der letzte Vollidiot. Was für ein Vollspaß, ja, Mann. Alter! Derbe. Was für ein Blender. Aber nur, ja, weil ich keinen Bock hatte, das komplett halt rauszurasieren. Ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, den Stress tue ich mir nicht an und habe das vor dem Wettkampf, habe einfach so, weißt du, Schablone drüber, das, was drüber guckt, kommt weg. Ne? Egal. Jedenfalls, ich habe getanzt, ich schäme mich dafür auch nicht. Ich habe Turniertanz gemacht, übrigens Standard B-Klasse, wer davon Ahnung hat, Latein. Na, D-Klasse, da war ich kacke drin. Jedenfalls hatten wir halt diese Tanzshows und da haben wir halt verschiedene Choreos und Co. halt gemacht und da kann es halt auch, weil ihr kennt das selber, ihr macht Impro beide, wenn man hinter die Bühne verschwindet oder so, da kann es auch mal stressig halt irgendwie abgehen oder so. Mhm. Ne? Und gerade bei Tanzen ist es dann halt irgendwie so, da gibt es dann halt auch Kostümwechsel etc. pp. Das ist eine durchchoreografierte Sache und die Leute müssen zum bestimmten Zeitpunkt, zum bestimmten Takt bestimmtes Kostüm anhaben. Und wir hatten eine Nummer, da hat eine ziemlich gute, was heißt ziemlich, eine extrem gute, aber auch gleichzeitig eine extrem scharfe Tänzerin bei uns, ein Ding gehabt, da hat sie erst zwei Standardtänze und dann zwei Lateintänze mit ihrem Partner halt getanzt. Und währenddessen hat sie ihr Outfit gewechselt. Das heißt, sie musste halt schnell hinter die Bühne. In der Zwischenzeit passierte irgendwas auf der Bühne. Nebel, Licht, Feuerwerkskörper, was auch immer. Die Leute ablenkt halt irgendwie. In der Zeit hat sie sich umgezogen. So, und da das schnell gehen musste hinter der Bühne, war das halt so, sie ist hinter den Vorhang verschwunden und hat sich halt dort nackig gemacht, hat sich dort ein neues Kleid ganz, ganz schnell angezogen mit zwei, drei Damen, die ihr dabei geholfen haben. Ne? Es wurde alles zurechtgemacht, Reißverschluss zu, pin, kleben. Und dann ist sie raus und hat weiter getanzt. Ne? Der Effekt für die Zuschauer war, oh, neues Kleid, so schnell, ui, schön. Ja. Für Richard war, ui, Möpse, ja, schön. Richie, der hinterm Vorhang stand auf der anderen Seite und natürlich geguckt hat, kann ich ein Stück Arsch sehen oder kann ich sogar Bauch sehen oder kann ich sogar bisschen Brust sehen oder so. Und ja. Hast du die Wir haben drei Tage gespielt, A2 Shows. Jeder, der gut in Mathe ist, das heißt sechs. Ja, Mann. 5 von 6 Titten habe ich gesehen.
Du hast alles gesehen? Ey, Mann, Alter, ich habe da hinterm Vorhang gestanden, irgendwo. Ne? Damals war ich auch noch aus meinem Tanzverein mit einem Mädchen auch noch zusammen, mit der ich zusammen getanzt habe. Und ich stand da halt wirklich irgendwo in der dunklen Ecke, habe mir extra noch dunkle Klamotten angezogen und saß du da. Schwein, und saß, das und ist saß echt da und hab, übel, und hab mich so versteckt, dass ich die. Du hast die, dir extra dunkle Alter, Klamotten angezogen. Alter, Mann, die war wirklich scharf. Die war wirklich scharf. Und hab dabei zugeguckt, wie sie da halt schnell ihren Quick Change halt irgendwie macht. Du Schwein. Damit ich mal irgendwie einen Blick Arsch oder mal. Das ist so verdammungswürdig. Ja, Alter. Das ist richtig falsch. Ich schäme mich auch dafür. Das ist echt zu cool. Recht auch. Das ist wirklich nicht cool. Cool. Also kann ich auch wirklich sagen, so offen ich darüber auch erzähle, das heißt jetzt nicht, dass ich hier rede und ich habe das gemacht, ne? So, nee, ja, ich habe das gemacht und ja, ich schäme mich dafür. Im Nachhinein muss ich wirklich sagen, war das echt bescheuert, aber und auch ein bisschen erbärmlich. Ein bisschen sehr erbärmlich, aber zu meiner Verteidigung, ich war 17. Ich war 17 und es hat mich angemacht und es tut mir leid, es gibt die Situation im Leben, wo man unterscheiden muss, bin ich jetzt klug oder bin ich geil? Ja, wenigstens hast du nichts gemacht, ne? Du hast nur zugeguckt. Aber, ja, ganz genau. Aber also, trotzdem, das ist schon... Also, das ist hart erbärmlich, Mann. Ja, ja. Und also die Nummer, dass er sich und vor allen Dingen so, it takes one to know one. Jeder, der mir davon erzählt, dass er irgendeine erbärmliche Kacke gemacht hat, ne? Ach, ich kann immer, wenn ich zu Leuten sage, ja, ich kann dich verstehen, glaubt mir, ich habe auch so erbärmliche Scheiße gemacht. Also die am unheimlichsten daran finde ich, dass er sich extra dunkle Klamotten angezogen hat, um nicht gesehen zu werden. Also ohne Scheiß, ich fand die Story bis zu diesem Zeitpunkt so, ja, ey, ganz ehrlich, okay, wenn ich da jetzt in diesem Trubel gewesen wäre und da ist eine wirklich schöne Frau und ich bin nun mal ein heterosexueller Kerl, hätte ich auch einen Blick riskiert. Aber sich absichtlich zu positionieren und zu kleiden, Kamuflage. Das ist halt das, was die Geschichte gruselig macht. Ich habe das drei Tage lang geplant. Ich habe das für jeden Tag lang geplant. Ich habe mir tatsächlich... Ich wusste dann und dann fängt ihr Act an. Und ich wusste, bis zum Change dauert das so und so lange ungefähr. Das heißt, ich wusste ganz genau, wann ich wo zu sein habe, damit ich einen Blick auf den Nippel erhaschen kann oder so. Das war richtig erbärmlich, wirklich. So. So, auf der anderen Seite, Dankeschön. Mut dafür, diese Geschichte zu erzählen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch zu meiner Verteidigung sagen, Leute halt irgendwie, die in die Tanzschule gehen oder so, sorry, wenn du den ganzen Tag Cha-Cha-Cha und lateinamerikanische Tänze und was auch immer halt irgendwie machst, wenn dir immer gesagt wird, lateinamerikanische Tänze sind Sex mit dem Körper und du jemanden hast, der das wirklich drauf hat, ey, ohne Witz, wer gut tanzen kann, ne? Wer wirklich gut, lateinamerikanische Tänze sind dafür halt ausgelegt, weil da ist sehr viel Hüfte, da ist sehr viel Brust, da ist sehr viel Körpereinsatz halt irgendwie drin, ne? Wer das gut kann, wer das wirklich gut kann, der macht dich vom Sitz aus scharf. Der Der vertikale Ausdruck eines horizontalen Verlangens. Oh ja, ganz genau. Ja. Ganz genau, ja. Jetzt erzähle ich euch meine Voyeur-Geschichte und die ist noch viel ekliger. So, ja, aber ich habe zu meiner Verteidigung, ich habe nie irgendwie die Nachbarin Biscuit oder sowas mit ihren über 40 Jahren halt irgendwie von meinem Zimmer aus beim Duschen beobachtet oder solche Sachen. Das habe ich nie gemacht. Pass auf, bevor du deine eklige Geschichte erzähl ich meine langweilige. Ich hab in meinem ganzen Leben tatsächlich noch nie sowas erlebt, habe aber immer gehofft, dass es passiert. Also gerade so im pubertären Alter oder postpubertären Alter, ich habe immer so durchs Fenster... Keine Titte. Durchs Fenster, kein Arsch. Also wirklich immer. Ich habe immer drauf gepocht, dass das mal passiert. Und mir ist es nie passiert. Und Richard, ich muss sagen, ich hätte das Gleiche getan. Ja, ich hatte nur nie die Chance dazu. Ey, es tatsächlich, das erste Mal, dass ich selber gemerkt habe, dass mich solche Sachen scharf machen, das war tatsächlich ein ungewolltes Schattenspiel. Im Trainingslager mit meinen Trainingskameraden und mit ein paar Mädchen, die bei uns auch im Ruderverein halt irgendwie damals waren, ne, die in einem übergroßen weißen Zelt gepennt haben und die abends dort das Licht angemacht haben und wahrscheinlich nicht wussten, dass man ihre Silhouette von außen sieht. Das hätte mich und was dazu geführt hat, dass alle Typen halt abends draußen saßen, so bei Lagerfeuer und dann halt sich irgendwie noch Marshmallows gegrillt, Würstchen, was auch immer halt, ne, gequatscht haben und sich auf den Wettkampf vorbereitet haben, durchreden, witzigerweise, und dann abends da saßen und an das Zelt geguckt haben, das natürlich von innen, weil die Mädels hatten natürlich so ein Campinglicht, was das ganze Zelt von innen beleuchtet hat, und dabei zugeguckt haben, natürlich, wenn die sich umziehen, dann siehst du in der Silhouette, wie ein BH weggeht. Ja. Und die Andeutung eines Busens und solche Sachen. Ne? Da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, ich bin ab jetzt jeden Tag dabei. Richard hat keinen Bock gerade mehr auf Comics. Die Licht, ich habe andere Interessen.
Die Lichtquelle im Inneren eines Zelts ist ein Klassiker. Ich war mal beim Musikfestival, wo jemand Sex hatte im Zelt und auch vergessen hat, die Lichtquelle da drin auszumachen. Und da hat, beste ever, ey. Also, oh Gott, ich streich das. Ich wollte meine Geschichte erzählen. Es waren die vermutlich sehr späten 90er. Ich bin ja Jahrgang 85. Das heißt, ich denke, ich war so 13, 14 um den Dreh. Und es war im Wartberg-Freibad in Pforzheim. Und Pforzheim. Da gibt es so richtige, ordentliche Umkleiden, die im Gebäude sind. Und es gibt so abgefuckte Drecksumkleiden, die in so kleinen Holzbuden direkt neben dem Becken sind. Da sind so 3-4 Umkleiden nebeneinander. Das gab's im Kebler auch. So Holzbuden, ne? Und ich war da mit einem sehr guten Freund regelmäßig im Freibad und er hat tatsächlich da in eine dieser Umkleiden ein kleines Loch in die Wand gebohrt. Alter. Okay, das übertrifft mich jetzt und schon. Ja. Er hat nicht in meiner Anwesenheit gemacht. Er meinte, er hätte das vorher gemacht. Vielleicht hat er auch nur Scheiße gelabert und das war eine frühere Generation von Perversen. Auf jeden Fall war da ein winziges Loch. Dieses Loch war nicht mal ein Zentimeter groß. Das war so 5-6 Millimeter groß. Es war winzig. Du musstest, wenn du da durchguckst, mit der menschlichen Pupille dich wirklich konzentrieren. Ja, und da sind wir dann in diesem Umkleideverschlag gesessen. Und haben da Frauen beobachtet, die sich neben uns umgezogen haben. Alter. Und es war technisch sehr schwierig, da irgendwas zu erkennen. Du hast wirklich nur den Ausschnitt eines Ausschnitts gesehen. Also du warst da so meilenweit davon entfernt, auch nur ein Drittel eines weiblichen Körpers zu sehen. Du hast wirklich nur so, wie soll ich sagen? Hautfarbe. Ja, du hast eine Hautfarbe. Ja, du siehst halt nur so, wenn das auch noch blöde gebohrt ist, sodass dann halt auch irgendwie nur Späne dafür. Du siehst halt so einfach irgendwas, was ein Körper sein kann, so ein Hornhaut-Umbra. Genau. Ja, genau so war das. Und das hat uns halt natürlich trotzdem scharf gemacht, geil gemacht. Und wie anspruchslos man damals noch war, ist toll. Und der Tag, an dem ich das zum letzten Mal gemacht habe, habe ich da jemanden beobachtet und dann habe ich auch so Schambehaarung gesehen und so. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es ein Mann war, den ich da beobachtet habe. Und wäre ich homosexuell, wäre es ja eine gute Sache gewesen. Ich bin jetzt halt nicht homosexuell, deswegen hat es mich halt in dem Alter eher abgeschreckt. Und hab das dann tatsächlich dann auch nicht wieder gemacht. Wir haben dieses Loch dann feierlich mit einem Kaugummi verschlossen. Aber wir haben da schon ein paar Tage lang Frauen beobachtet durch dieses Loch. Oh, das ist auch echt sehr, sehr verdammungswürdig. Ja. Hör auf mit der Moralnummer. Übrigens hört man die Moralfolge. Ich wollte gerade sagen, die habe auch ich recherchiert. Ich bin jetzt der Moralapostel. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn du selber halt auch noch sagst, dass du es selber nie so gemacht hast. Aber ja, nee, ich habe es nie erlebt, weil ich meine, bis ich 14, glaube ich, war ich auf einer Jungenschule. Dann ist besagte Schule in eine Jungen- und Mädchenschule umgedingst worden. Ach, und da soll es keinen Voyeurismus gegeben haben. Ach, mit Sicherheit, aber bei mir nicht, weil ich war der kleine, dicke Junge, obwohl so klein war ich nicht mehr, ich war der normal große, dicke Junge, der es gewohnt war, nur unter Männern zu sein und halt dementsprechend Angst vor Frauen hatte. Und irgendwie kam das nicht zustande. Und wie gesagt, bei mir war das immer nur so ein... Also ich bin von Natur aus, glaube ich, in Sachen Voyeurismus sehr stark beeinflussbar. Mich macht die Idee von Voyeurismus schon geil. Ich habe es aber halt nie gemacht. So, also, Bullshit, das Tobi, das hat jeder mal gemacht. Nein, wie gesagt, ich rede jetzt nicht von so Zuhause-Geschichten, ne? Also was ich vorhin meinte mit Freundinnen und so. Das ist was anderes. Du hast noch nie fremde Leute in... Nein, weil ich die Chance nie hatte. Ich glaube, ich würde es heute noch machen. Ich höre auch mega gerne Leuten beim Sex zu. Meinen Nachbarn, wenn die ficken, werde ich geil. Ja, Mann. Und ich weiß, wie die aussehen. Die sind viel ekliger als ich. Auch aber die Geräusche machen mich halt bei geil. Bei meinen Nachbarn ist das nicht so. Die Vögeln auch relativ laut, aber das empfinde ich eher immer als störend, weil das klingt so armselig. Nee, ich nicht. Also, bei denen. Achso. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei meinen Nachbarn klingt das immer ziemlich armselig. Meine Nachbarn, also die direkt die Wohnung neben uns haben, und ich sag das auch hier, egal ob Leute wissen, wo ich wohne oder nicht, die beiden sind echt asozial. Also vor allem er. Die sind ungefähr in unserem Alter. Der Typ, der geht gar nicht. Also, weißt du, du wachst dienstags morgens um 6 auf, weil der nebenan am Kiffen ist.
Nix gegen Kiffen. So, ne? Gerne. Aber jeden fucking Tag, ne? Oh, ist das jeden der Tag morgens um 6. Ah, oh, witzig, da, weil wir standen doch mal bei dir auf dem Balkon, haben geraucht, haben uns unterhalten, ja, und saßen da, okay, irgendwer, und wir sind's nicht, muss hammerhart kiffen, weil wir wurden original, ja, ich war bei Tobi, wir wurden original beide so passiv steif. Ja. Und also der sitzt wirklich im Balkon neben uns und ich sehe den ja auch ständig dann, ne? Ich gehe halt irgendwie mal raus an Rauchen und im Sommer einfach mal kurz Sonnentanken oder so. Alle 2 Minuten steht er draußen und raucht. Kippen. Der kifft nur morgens. Keine Ahnung warum. Der kifft morgens. Oh. Ganz selten mal abends. Das war in dem Fall, als du da warst. War, ist halt süchtig. War das mal so. Aber sonst immer nur morgens, so gegen 6. Ja. Kifft er. Und dann fängt er an zu zocken, was man durch die Wände halt hört. Und ansonsten trinkt er halt Bier. Also das, den ganzen Tag, immer. Wie gesagt, der ist in unserem Alter. Der hat früher offensichtlich was mit irgendwas mit IT in Handwerkerfirmen gemacht. Also das hat er auch gelernt, er hat irgendwas mit IT gelernt und hat sich da auf Handwerksgeschichten spezialisiert. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Klingt wie ein Systemadministrator. Aber nee, okay, nee, nicht Systemadministrator, sondern der macht so IT für irgendwelche Baumaschinen. Ja. Irgendwie sowas macht der, ne? Also er programmiert wahrscheinlich irgendwelche Roboter oder so. Keine Ahnung. Das weiß ich, weil er auch jeden fucking Morgen mit seiner Mama telefoniert. Daher weiß ich das. In einer wahnsinnigen Lautstärke. Abends sitzt er dann besoffen und oder bekifft auf seinem Balkon und rappt. Alleine. Also der hört dann Rapmusik in einer wahnsinnigen Lautstärke auf dem Handy, nicht auf Boxen. Geil. Manchmal macht er es über Boxen, dann ist okay. So, ne? Aber manchmal, meistens übers Handy und dann rappt er so mit, was er wirklich nicht kann. Also wirklich überhaupt nicht kann. Und seine Freundin, keine Ahnung, ganz ehrlich, die steht meistens so daneben und sagt gar nichts. So eine kleine Blonde. Ramon hat die mal kennengelernt, die muss wohl sehr nett sein, aber keine Ahnung, von der weiß ich nichts. Okay. Ich weiß nur, dass sie mit diesem Wichser zusammen ist. Du findest deine Nachbarn nicht ansprechend. Nein, also gar nicht. Aber beim Ficken, ich wäre trotzdem geil davon, wenn ich die höre. Mhm. Ich weiß nicht, wieso. Ich höre da meistens auch nur sie und sie ist wirklich so unscheinbar. Also das hat nichts Erotisches an sich, wie die beiden da auftreten. Ich glaube, das liegt wirklich in der Natur des Menschen als soziales Tier begründet. Wenn andere Leute was machen, willst du das auch machen. Wenn Leute gähnen, dann gähnst du ja auch. Mhm, ja. Oder wenn Leute Spaß haben, dann ist man meistens dazu geneigt, auch Spaß zu haben. Wenn andere Leute traurig sind, dann wirst du auch traurig. Das ist halt Empathie. Und genauso ist es beim Handvergnügen wahrscheinlich auch, um mal wieder auf unser Kernthema zu kommen. Aber Voyeurismus ist ja so, ich sag mal, moralisch, ethisch ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite muss man sagen, so, ey, lass ihn doch andere beobachten. Hm. Niemand nimmt dadurch Schaden. Hm. So, wenn dich jemand beim Wichsen beobachtet und ihm das geil macht, nimmst du keinen Schaden dadurch. Nö. Vorausgesetzt, du kriegst das nicht mit. Ja, auf der anderen Seite wirst du, der beobachtet wird, zum Sexobjekt stilisiert, ohne dein Wissen. Ja. Es ist wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert. Blöde gesagt, ich wollte gerade so sagen, diese zweischneidige Schwertgeschichte. Ist es euch mal passiert? Ganz blöde? Ich wünschte, es würden mir... Wurdet ihr mal voyeuristisch... Also, Richard, da du optisch der Einzige bist, dem es beim Ficken zuschauen lohnt. Dankeschön. Nein, mir ist es nicht passiert. Nee, aber in irgendeiner anderen... Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Also, nicht, dass okay, ich wüsste. Okay, nicht, dass ich das, wüsste. Das soll jetzt nicht angeberisch klingen oder so, aber mir ist es tatsächlich mal passiert. Erzähl. Pass auf, wir haben ja damals unser Haus gehabt in der Uckermark und so und... Deine ja, Familie? Ja, ganz genau. Und ich war damals noch, als ich noch... Ich habe 7 Jahre lang gerudert. Ne? Das ist ein Leistungssport. Ich war 6 Tage die Woche, 2 Stunden war ich beim Training. Ich war echt gut im Training, ich war echt gut im Futter. Ne? Und wenn meine Mutter jetzt irgendwie gesagt hat, so mäh mal den Rasen oder irgendwas, und ich bin von Natur aus, also ich bin Hauttyp Kalkwand. Ich bin sehr blass. Ich bin wirklich sehr, sehr blass. Und damit ich wenigstens irgendwie ein bisschen Farbe kriege und nicht diese Bauarbeiterbräune halt immer, weil wenn ich im Sommer rudern war, dann war ich auf dem Wasser, dann hatte ich dementsprechend halt ein T-Shirt an. Das heißt, ich hatte immer nur so, Unterarme waren braun, Rest nicht. Ne? Ja. Na, dann bin ich halt. Du hast Rasen, oben ohne den Rasen ganz gemäht. Genau. Bin ich Rasenmähen gegangen und habe mir natürlich das T-Shirt ausgezogen. Du warst der heiße 16-Jährige. Ganz genau. Und damals war ich noch der 16-, 17-jährige heiße Typ, der halt 6-mal die Woche beim Training ist, hat 2 Stunden und wirklich. Mit dem Robert Pattinson-Look, ich weiß, wie deine Fresse damals aussah. Ganz genau. Und ich war wirklich gut trainiert zu dem Zeitpunkt. Bin ich heute nicht mehr. Nee, aber gleichzeitig diese traurige Fresse mit den schmantigen Haaren. Nee, ich habe damals immer noch mir die Haare so zu Spikes gegelt, die ganze Zeit. Ach, die Zeit? Ja, ich kenne die Fotos aus der Zeit. Jetzt kommt zum Voyeurismus. Ich war so ein Garagenpunker. Jedenfalls, wenn ich dann halt oberkörperfrei halt irgendwie auch am Rasenmähen halt war, ich wollte gerade sagen, am Rasieren war, aber am Rasenmähen war, gab es auch eine Nachbarin bei uns. Alter Schwede, war die schnell auf ihrer Terrasse.
Und das war immer ziemlich lustig, weil irgendwann hat sich sogar meine Mutter angefangen, darüber lustig zu machen. Ehrlich? Weil sie dann immer meinte, ja, Richard, mäh mal den Rasen. Und ich bin dann halt da durch. Und wir hatten so ein mittelgroßes Grundstück. Aber komplett den Rasen zu mähen, hat schon mal 2 Stunden gedauert, wenn du das ordentlich gemacht hast halt. Ja. Ne? Und ey, ohne Witz, wenn ich draußen war und wirklich dann kein T-Shirt an hatte, ohne Scheiß, zweimal haben wir es mal einfach provoziert. Die hat so einen harten Sonnenbrand gekriegt, weil die auf ihrer Terrasse saß mit der größten Sonnenbrille, die ich jemals gesehen habe, wo du nichts gesehen hast, ob so jemand mir jetzt halt hinterher guckt oder nicht. Ja. Und das Schärfste war mal, ich habe es einmal sogar noch gemacht, weil meine Mutter hat das natürlich mitbekommen. Meine Mutter ist eine sehr junge Mutter, weil meine Mutter ist jetzt, ich bin 30, meine Mutter ist noch nicht mal 60, jetzt gerade, ne? Die hat sich einen Spaß draus gemacht, ne? Und deswegen, sie fing damit mal an, hatte mir das erklärt, mach das mal aus Jux und Dollerei. Ich fand's cool und deswegen haben wir das gemacht, ne? Und sie hat das dann halt auch mitbekommen und irgendwann habe ich es aber auch mal gemacht, als sie nicht da war. Und kaum, dass meine Mutter nicht dabei war oder nicht in Sichtweite war, da gab es dann solche Sachen wie, du bist doch schon so lange jetzt hier am Machen und Tun, hier kannst du ein Sandwich haben und hier, ich habe dir Limonade gebracht. Und so diese typischen, ganz dämlichen Klischees und Klassiker. Plötzlich ging das alles, ne? Richard, wieso hast du dich nicht drauf eingelassen? Ey, zum Angeilen kam es nie. Dear Mrs. Robinson. Nee, nicht Mrs. Robinson. Stacy's Mom. Nee, aber dazu kam es tatsächlich nie. Aber ich hatte offensichtlich auch auf jeden Fall einen Groupie, die sich daran aufgegeilt hatte, dass ich oberkörperfrei nur in kurzen Hosen halt irgendwie den Rasen gemäht habe. Und das war echt witzig. Also bei uns war das so, wenn ich oberkörperfrei... Also ich fand's witzig. Ich fand's nicht bedrängt, ich fand's witzig. Wenn ich bei uns oberkörperfrei den Rasen gemäht habe, haben die Nachbarn die Jalousien zugezogen. Der Garten meiner Familie war komplett shit... Schicht. Oh, Verzeihung. Ich habe schon viel Bier getrunken heute. Der Garten meiner Familie war komplett sichtgeschützt, also mein Feedback war sehr begrenzt. Shit geschützt. Da konnte man nicht reingucken, also ja, scheiße. Wie, verdammte Scheiße, Richard. Warum hat mich keine geile Nachbarin begafft, ey? Das kotzt mich an, Alter. Das weiß ich auch nicht. Ich würde gerne 2 Punkte noch kurz abhaken, die als Fragen vielleicht im Raum stehen. Punkt 1, wie sieht das Ganze rechtlich aus? In Deutschland ist Voyeurismus nicht strafbar. Ende der Geschichte. Du kannst so viele Leute beim Ficken beobachten, wie du willst. Das ist nicht strafbar. Es sei denn, und das ist dann ein anderes Thema, du machst Video oder Fotos oder so. Ne? Also das ist logischerweise strafbar, Recht am eigenen Bild und so weiter. Ist das da gibt es ganz viele. Eine sogenannte... Schau mal vor, du machst das jetzt schon. Meinst du? Eine Sittenwidrigkeit. Schau mal vor, du guckst jetzt jemandem dabei, du sitzt halt im Baum und guckst Leuten halt beim Vögeln zu und rubbelst dir dabei richtig hart Silber ein und hast... Das hast ist Erregung öffentlichen Ärgernisses, wenn du dir einen runterholst. Wenn du nur dabei zuguckst, ist es theoretisch, ich weiß nicht genau, wie das im Einzelfall aussieht, ob da jetzt, wenn da jetzt ein Kopf vorbeikommt und der sieht, wie du anderen dabei zuguckst, ob der dich dann mitnimmt. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Nein, aber strafbar ist es nicht. Das ist auch gut so, Leute. Stell dir vor, du bist gerade am Wichsen, du hast gerade dein Handvergnügen und du hast vergessen, den Rollo zuzumachen. Und dein Nachbar guckt da rein und sieht das. So. Und wenn es nur aus Unfall ist oder ob er halt da sitzt. So. So, das ist deine Schuld, dass du den Rollo nicht zugemacht hast. Wenn du den Rollo nicht zumachst, dann provozierst du das. Ja. Also, das, wie gesagt, solange du keine Bilder oder Videos oder Ähnliches machst, ist das nicht strafbar. Das soll keine Aufforderung sein, Leuten beim Ficken zuzugucken. Leute, das ist nicht cool für die Leute, die beobachtet werden, es sei denn, du bist 16 oder deine Nachbarin ist scharf. Ansonsten. Die Ausnahme der Regel natürlich auch rechtlich verankert. Es sei denn, du bist 16 und die Alte ist wirklich scharf. Nein, nein, ich meine umgekehrt. Also, wenn du begafft wirst, das meine ich jetzt. Ja. Also, ja, Richard, der Rasenmäher, wenn er begafft wird, ist es schön für Richard. Umgekehrt ist das ein bisschen beschissen. Also nicht, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Wenn du jetzt irgendwo einen Baum hängst und deiner Ex beim Ficken mit ihrem Neuen zuguckst, das ist zwar nicht strafbar, aber beschissen. Aber dafür kommst du in die Hölle. Ja. So, und jetzt psychologisch wollte ich auch nochmal kurz abhaken, weil das auch interessant ist. Voyeurismus steht sowohl im ICD-10 als auch im DSM-5 als Störung, als psychologische Störung. Das ist der Katalog der Krankheiten, um es mal platt zu sagen. Ja. Oder die beiden Kataloge. Aber, und das, das ganz große Aber, Voyeurismus ist prinzipiell erstmal keine Störung, es sei denn, du hast einen starken Leidungsdruck oder dadurch massive soziale Beeinträchtigungen. Zum Beispiel der Vater aus Zurück in die Zukunft, der hat offensichtlich massive soziale Beeinträchtigungen und beobachtet seinen Schwarm beim sich umziehen. Da redet man laut diesen Katalogen von einer Störung.
wenn Freddy jetzt mit 13 durch die Umkleide guckt, ist das keine Störung, sondern einfach, ja, du bist einfach ein Arsch. Tobi, wie bei allen Sachen halt, weißt du, Hände waschen ist cool, wenn du es zwanghaft 50 Mal am Tag machst, ist es eine Krankheit. Das ist das mit dieser Störung, ne? Also gerade bei Zwängen, das haben wir bei Dexter damals ja auch schon gehabt, so Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen sind prinzipiell kein Problem, es sei denn, du hast einen Leidungsdruck oder dadurch massive Beeinträchtigungen. Genau, bei den Kack- und Sachgeschichten haben wir da schon häufig drüber gesprochen. Genau. Das ist mal wieder, alles ist Gift, nur die Dosis entscheidet. Exakt. Zufällig mal deiner Nachbarin dabei zuzugucken, wie sie die Klamotten wechselt. Oh, hups, Entschuldigung, ein Versehen. Ah, ich habe einen Steifen dabei gekriegt, Verzeihung. Aber wenn du... Ist nicht cool, aber okay. Ja. Aber wenn du halt den ganzen Tag nur rumrennst und richtig Entzugserscheinungen hast, wenn sich deine Nachbarn nicht zeigen... Also ich glaube, das Thema, also auch wenn das nicht verboten ist, auf einen Baum zu klettern und Leuten dabei zuzugucken, wenn du es so nötig hast, dass du auf einen Baum kletterst, um dabei zuzugucken, hast du ein Problem. Ja. Wenn du jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohnst, irgendwo oben und dir gegenüber die Nachbarin oder der Nachbar zufällig ziehen sich gerade aus oder haben Sex oder sowas und du beobachtest das und findest das geil, dann hast du kein psychisches Problem, dann bist du halt ein Arsch, wenn du zuguckst, aber das ist... Kein psychisches Problem. Ich habe auch schon ein paar Mal Nachbarn beim Sex gehört und das hat mich auch scharf gemacht. Jetzt haben wir hier drei Leute schon, die das bestätigt haben. Ist normal. Ist normal. Ja, passiert halt, ne? Also gerade hören, da kannst du ja nicht mal was gegen machen. Ne? Ja, zugucken kannst du ja wenigstens mal weggucken, hören. Du kannst nicht weghören. Weghören geht nicht. Oh, Oropax, ja, theoretisch. Aber das ist ja nicht weghören. Das stimmt. Das ist eine aktive Tätigkeit. Genau. Und ich hasse es mit Oropax zu pennen, also... Ich hab mir und die schaffst du immer direkt neben mir. Und meine Nachbarin von unten hatte vor kurzem ein Date, offensichtlich. Nee, sorry. Mit Oropax pennen ist für mich sowas, das mache ich nur auf dem Festival. Oh, kann ich ganz gut mittlerweile, weil bei uns auch bei der U-Bahn-Strecke auch Gleisarbeiten durchgeführt wurden vor kurzem, aber das kann ich. Gut, Leute, wenn ihr spezielle Fähigkeiten habt, die über das Voyeurieren herausgehen, dann erzählt uns doch mal eure Wix-Geschichten, vielleicht sogar eure Voyeurismus-Geschichten auf unserer Website kackundsach.de. Unser Hauptprojekt, das sind ja die Kack- und Sach-Geschichten. Hört da auf jeden Fall auch mal rein, falls ihr da noch nicht treue Hörer seid. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei Handvergnügen und bis dahin immer schön die Lunte halten und ja. Und auch gerne mal zünden. Genau. Tobi, Richard und Fred sagen... Tschüss. Beim Handvergnügen.